fällt die Entscheidung, Lawson. Bereite dich auf euren Untergang vor. Da kann ich nur lachen, Detweiler. Ihr werdet wie letztes Jahr wieder auf der Verliererseite stehen. Na, wenn du dich da nicht mal irrst, Lawson. Wir haben euch nämlich mit den Fünftklässlern trainieren sehen. Ja, ihr seid beknattert. Was war das gerade, Detweiler? Du hast richtig gehört, ihr seid beknattert. Es reicht, Detweiler, jetzt bist du fällig. Halt die Luft an, Lawson. Beknattert ist nur ein Ausdruck von TJ, der bedeutet nichts. Hä, was redest du da überhaupt? TJ ist derjenige, der nie Ärger kriegt, weil er unanständige Ausdrücke benutzt. Aufgrund des Wortes beknattert. Was für ein Wort? Die ganze Geschichte fing in der zweiten Klasse an. Tut mir leid, dass du wegen mir an der Wand stehst. Jeder weiß, dass wir in der Schule keine Schimpfwörter sagen dürfen. Ich fand's toll, da habe ich's nur laut wiederholt. Stinkmorchel, das ist ein irres Schimpfwort. Wir brauchen ein Wort, das uns keinen Ärger mehr einhandelt. Ein Wort, das überhaupt nichts bedeutet. Wenn wir uns den Finger beim Beispielen verstauchen oder uns Kakao über die Hose kippen... Wir es verwenden, ohne gleich eine Strafe zu kriegen. Tolle Idee. Was nehmen wir für ein Wort? Es muss kurz sein, flippig und darf nichts bedeuten. Wie wäre es mit Hacke? Ist das nicht ein Gartenwerkzeug? Bust! Das ist irgendwas zu essen. Rotz! Das ist zu eklig. So ein Mist, dass es da nichts gibt, finde ich ganz schön beknattert. Beknattert, das ist es. Dreht euch um und hört auf zu quatschen. Soll das heißen, dass beknattert nichts bedeutet? Du sagst es. Das finde ich cool. Hä? Wir waren so in deine Geschichte vertieft, dass die Pause schon wieder aus ist. Ja, das ist beknattert. Was hast du gerade gesagt, Detweiler? Dass es beknattert ist. Das reicht jetzt, du kleine Schandmaul. Ab mit dir ins Büro von Direktor Prickly. Aber Miss Finster, Sie verstehen nicht. Ich hab doch nur... Leute, wir müssen was unternehmen. Wenn man unschöne Ausdrücke benutzt, dann muss man automatisch nachsitzen. Ach, hör doch auf. Wie sollen die denn TJ für ein Wort bestrafen, das er sich ausgedacht hat? Es handelt sich hier um eine ausgesprochen ernste Angelegenheit. In der Tat ist dies ein schwerwiegender Vorfall. Aber wissen Sie es vielleicht? Solche Ausdrücke untergraben unsere Autorität. Sie führen zu Aufsässigkeit und Respektlosigkeit. Ich hab doch nur gesagt, das weiß ich. Ich bin bei eurer Gossensprache nicht auf dem Laufenden. Miss Finster sagt, das Wort sei unflätig. Dafür muss ich dich 5 Stunden nachsitzen lassen. 5 Stunden? Das finde ich beknattert. Jetzt sind es 6 Stunden. Willst du mich noch weiter provozieren? 4 Uhr? Ich möchte wissen, wie lange die den noch da drin behalten. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Nimm Folgendes zur Kenntnis. Ich habe den gesamten Lehrkörper informiert. Dein Wort ist offiziell verboten. Haben sie dir da drin übel mitgespielt? Konntest du Hausaufgaben machen? Hast du aufs Klo gehen dürfen? Klar, auch wenn sie nett zu mir waren, haben sie mir etwas genommen, was durch nichts zu ersetzen ist. Was haben sie dir weggenommen? Die haben mir mein Wort weggenommen und daraus was Hässliches und Schmutziges gemacht. Das Spiel kann man zu zweit spielen. Oder mit 200. Was meinst du, TJ? Freunde, ich habe da einen Plan. Also gut, jetzt dürft ihr euch austoben. Wie sind die Namen eurer Kickballmannschaften? In Ordnung, Mr. Kluge. Wir nennen unsere Mannschaft die Wildfische. Ausgesprochen clever, mein Sohn. Vince? Seht euch vor, ihr Wildfische. Wir sind die Beknatterten. Ja! Ja! Dieser Ausdruck steht auf der schwarzen Liste. Ab ins Büro des Direktors und zwar pronto. Es hat angefangen. Wären Sie so nett und geben mir das Steak mit Erbsen und Kartoffelpüree? Ich bin sicher, dass das, was Sie heute gekocht haben, ganz toll beknattert lecker schmeckt. Au, ich habe mir den Finger unter der beknatterten Klappe geklemmt. Spinelli, oje, jetzt muss ich dich ins Büro des Direktors schicken. Ja, jetzt geht's gleich los. Es gibt den beknattertsten Weltrekord aller Zeiten. Diese Plateausohlen sind ja so beknattert. Wie könnt ihr euren Klassenhamster Knatter nehmen, so eine Unverschämtheit? Na sowas! Miss Lemon, bitte sagen Sie mir, dass diese Schüler mir eine Ehrenmedaille verleihen wollen. Nein, das sind alle Schüler, die das schlimme Wort gesagt haben. Ich ertrag das nicht mehr. Ich habe seit Tagen keinen Moment Ruhe. Jetzt reicht's. Raus aus meinem Vorzimmer. Tragt euren Namen in die Liste an der Tür ein und verschwindet! Wer zum Teufel ist Nick Knatterton? Den gibt es doch gar nicht. Das ist es. Besondere Situation verlangt besondere Maßnahmen. Sondereinsatzkommando der Schulbehörde. Hier ist die Schule an der Third Street. Ja? Ich habe hier ein Problem. Einer meiner faulen Äpfel hat die ganze Ernte angesteckt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Sie müssen mir helfen. Bleiben Sie dran. Wir schicken Ihnen Mr. White. White, den Saubermacher? Er wird Ihr Problem lösen. Und noch etwas, Prickly. Ja? Rufen Sie nie wieder diese Nummer an. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier als Letzter knattert. Kowalski Z-77 Blackhawk. Das Schulsondereinsatzkommando. Ja.
Schön, dass Sie hier sind, Mr. White. Was diese Angelegenheit mit dem bösen Bond angeht, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht eine Vorschrift verabschieden können. Bringen Sie mich in Ihr Büro, Prickly. Ich hätte gerne eine Tasse Tee und 6 Vanille-Creme-Sandwich-Kekse auf einem Porzellanteller. Jetzt ist keine Teestunde. Hier liegt ein Notfall vor. Es muss gehandelt werden. Zuerst den Tee, dann wird gehandelt. Mit oder ohne Zucker? Was ist denn das für einer? Detweiler! Komm her, da ist jemand, der will dich unbedingt sprechen. Das ist die ganze Geschichte, Mr. White. Ich habe mir das Wort nur ausgedacht. Es bedeutet gar nichts. Ich verstehe, TJ. Du machst auf mich den Eindruck eines reifen, verantwortungsbewussten jungen Mannes. Mach dir wegen dieser Angelegenheit keine Gedanken mehr. Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. White. Prickly, hören Sie gut zu. Dieses Wort ist ein Krebsgeschwür. Es muss entfernt werden. Entfernt? Ist es so gefährlich? Gefährlich? Kennen Sie das Wort verflixt? Ja. Früher war verflixt mal ein harmloser Ersatz für ein anderes schlimmes Wort. Aber es hat sich wie ein Flächenbrand in den Schulen ausgebreitet und heute steht es nicht mehr stellvertretend für ein schlimmes Wort, sondern ist selbst ein ausgewachsenes schlimmes Wort. Ich hatte ja keine Ahnung. Dieses Wort ist mir damals entgangen, Prickly. Das soll mir nicht noch einmal passieren. Beknattert gibt es nicht mehr. Und wie wollen wir das anstellen? Indem wir an dem Jungen, der die Lunte gelegt hat, ein Exempel statuieren. Ein Exempel? Gut, gut. Aber wie? Es geht alles seinen Weg. Liebe Mitschüler, ich habe mich mit Mr. White unterhalten und der hat gesagt, dass das alles ein Missverständnis war. Und jetzt hört gut zu. Ab heute kriegt niemand mehr Ärger, wenn er den Ausdruck beknattert verwendet. Ist das nichts? TJ Detweiler, keine Bewegung. An alle anderen von dem Schüler zurücktreten. Sohn, du kommst besser mit uns. Ah. Und dann kam der Tag, an dem Mr. Detweiler jenes Wort benutzte, das so schrecklich ist, dass ich nicht in der Lage bin, es in diesen geweihten Hallen über die Lippen zu bringen. Ein Wort, das so gefährlich ist, dass, wenn man ihm keinen Einhalt gebietet, es einen Weg in die Umgangssprache der Jugendlichen finden könnte. Was in der Konsequenz zur Verstümmelung unserer Kultur und zum Zerfall unserer Gesellschaft führen würde. Ich liebe diesen Mann. Oberschuldirektor Skin, euer Beschluss steht sicher schon fest. Statuiert an dieser Kreatur ein Exempel. Verweist ihn der Schule. Nur so können wir sicher gehen, dass kein Schüler jemals dieses Wort verwenden wird. Das ist die Meinung der Schulbehörde. Vielen Dank, Mr. White. Eine sehr temperamentvolle Rede. Da könnte man direkt Angst bekommen. Theodore J. Detweiler. Nach Würdigung der mir hier vorgelegten Beweise habe ich keine andere Wahl, als dich zu... Warten Sie! Hier ist jemand zur Verteidigung. Mein alter Professor Dr. Dice Weatherby, Spezialist für primitive Verständigungsformen. Spezialist für was? Primitive Verständigungsformen. Der Professor ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Umgangssprache. Er wird ein Gutachten abgeben. Den Ball schön flach halten. Ich werde mal erklären, was der Kleine für einen Chip eingebaut hat. Na schön, Doktor. Fahren Sie fort. Halt den Rand, Kleiner, und überlass mir die Show. Das wird alles ganz locker. Was hat er gesagt? Frag mich nicht. Jetzt schalten Sie mal auf Aufnahme. TJ ist einfach cool und ist voll abgedreht. Er haut ein Ding nach dem anderen raus. Sie können dem noch nicht die Füße wegtreten, bloß weil er manchmal jemanden auf die Rolle nimmt. Einfach kaltstellen ist da nicht angesagt. Das wäre für den Jungen furchtbar. Keine Entwicklungsmöglichkeiten, wenn Sie dieser verstehen. Mann ist eine Ausgeburt der Widerlichkeit. Ich verlange, dass diese Aussage aus dem Protokoll gestrichen und dass dieser Mann aus dem Gerichtssaal entfernt wird. Ich glaub's nicht. Dieser Pinguin geht mir auf die Nase. Dieser Mann ist kein Experte. Ich stelle seine Qualifikation in Frage. Sie stellen meine Qualifikation in Frage? Ich habe nicht 12 Jahre an den besten Universitäten Europas studiert, um mich hier beleidigen zu lassen von einem Beamtentrottel. Beamtentrottel und das von einem Bücherwurm? Erzganova. Kommunist. Wasserkopf. Oberschuldirektor Skinner, könnte ich bitte selbst zu meiner Sache sprechen? Das ist bei einer solchen Verhandlung zu höchst ungewöhnlich, aber heute ist alles anders als sonst. Also sprich, mein Sohn. Ich weiß, dass der Professor mir helfen will, aber die Sachen, die er da sagt und die Art, wie er redet, das stammt aus einer völlig anderen Zeit. Und ich habe auch begriffen, was Mr. White sagen will. Der hat Angst vor neuen Ausdrücken. Aber die Sache ist dies, für sich neue Ausdrücke auszudenken, das macht doch unser Kindsein so spannend. Es ist wirklich toll. Wir wollen keinen Ärger. Im Gegenteil, ich habe mir diesen Ausdruck ausgedacht, damit ich keinen Ärger kriege. Und jetzt muss ich hier antreten und mich verteidigen, bloß weil jemand findet, dass ich mein Wort nicht schön anhört? Ich will nicht unhöflich sein, aber wenn Sie mich fragen, ist das alles beknattert. Junger Mann, wie kannst du es wagen? Sir, ich habe versucht, diesen furchtbaren Ausdruck hier aus dem Gerichtssaal rauszuhalten, aber wie Sie sehen... Halt, Moment, Moment mal! Mr. White, von welchem schrecklichen Wort reden wir hier überhaupt? Ja, also, der Ausdruck ist beknattert, Sir. Beknattert? White, wollen Sie mir erzählen, dass sich hier alles um den Ausdruck beknattert dreht? Ja, ganz genau, Sir. Ich kann nicht verstehen, was daran so lustig ist. Der Ausdruck, der ist so komisch, White. Beknattert, das ist doch ein komisches Wort. Nein, ganz und gar nicht, Sir. Er ist zu höchst schmutzig. Seine Bedeutung ist unanständig. Mir kommt er nicht unanständig vor. Wie ist das mit Ihnen, junge Frau? Klingt beknattert für Sie unanständig? Nein, ich finde, das ist nur eine kreative, pfiffige Art zu sagen, dass einem was nicht gefällt. Und Sie, Sir? Für mich klingt es so, als wäre irgendwas abstoßend oder hässlich oder beknattert. Und Sie? Ich finde den niedlich. Irgendwie klingt der schwedisch. Das ist ein Ausdruck aus dem Motorsport. Und ich finde ihn komisch. Wer eine unanständige Bedeutung aus dem Wort beknattert heraushört, der hat sowieso schon unanständige Gedanken. Die Schulbehörde hat keine Kontrolle darüber, was in den Köpfen der Kinder vor sich geht. So schön das auch wäre. Daher erkläre ich Theodore J. Detweiler für nicht schuldig.
Das bedeutet, dass du morgen früh wieder in der Schule zu sein hast. Fällt es dir schwer, dich über einen Sieg zu freuen, TJ? Das ist der Knacker. Komm her! Los! Das Wasser ist ganz fest! Rutschpartie an Ostern im Disney Channel. Nicht verpassen! Die TV-Premiere von Bambi. An Ostern im Disney Channel. Spinelli gesehen? Wir dachten, du kämst mit ihr. Wir wollten uns auf dem Weg zur Schule an der Ecke treffen, aber sie tauchte nicht auf. Hey, da ist sie ja. Mach's gut, mein Schatz. Spinelli, wo hast du gesteckt? Ich will nicht darüber reden, in Ordnung? Warum nicht? Weil ich nicht will. Raus damit, was ist dein Problem? Ja, lass es raus. Na gut, gestern haben mich meine Eltern überredet, mit ihnen zu diesem blöden Supermarkt zu fahren. Oh, das ist hart. Meine Mama hat mich vor ein paar Wochen auch mit zum Supermarkt genommen und da hat sie mich in diesen Kindersitz gezwängt. Das hier war noch viel schlimmer, ist das klar? Erst fing es ganz normal an. Es war eigentlich wie immer, wenn wir in diesem Laden sind. Sieh mal, Schatzemaus, es gibt Bubble Bobble im Sonderangebot. Das isst du doch so gerne. Mom! Ich habe keine Ahnung, mit wem Sie reden, Lady, aber ich habe nichts mit Ihnen zu tun, ist das klar? Wollen wir hoffen, dass du nicht wieder Pickel auf den Po bekommst, so wie das letzte Mal. Dad, können wir bitte weitergehen? Und da ist es dann passiert. Moment mal, willst du uns erzählen, dass du unsere Miss Finster beim Einkaufen getroffen hast? Und das im Supermarkt? Wie ein ganz normaler Mensch? Das kaufe ich dir nicht ab, das kann nicht sein. Spinellis Geschichte stimmt. Lehrer sind auch Menschen, daher müssen sie logischerweise auch essen, schlafen und vermutlich auch einkaufen. Ja, aber das ist längst noch nicht alles. Kommt da etwa noch mehr? Mehr, und zwar viel mehr. Miss Finster, es tut mir unheim... Bob, Flo, Muriel! Was für eine Überraschung! Ich habe hier nicht mehr gesehen, seit Flo's Mutter aus der Stadt weggezogen ist. Wie geht es Eggy? Gut, weißt du eigentlich, dass sie nächsten Monat auf Rente geht? Ach, tatsächlich? Wie die Zeit vergeht! Mir kommt es noch vor wie gestern, als Eggy und ich für die Truppen im Südpazifik die Hüften geschwungen haben. Die Hüften geschwungen? Weißt du, nächstes Wochenende findet eine Riesenparty für sie statt. Du solltest auch kommen. Zu solchen Veranstaltungen gehe ich nicht. Die deprimieren mich. Los, grüß die Herzen. Leider können wir selbst auch nicht hinfahren. An diesem Wochenende findet irgendwo ein großer Babysitter-Kongress statt. Da können wir keinen finden, der auf unser kleines Mädchen aufpasst. Es ist zu schade, dass ihr deswegen Eggys Party versäumt. Hört mal, ich glaube, ich kenne da jemanden, der euch helfen könnte. Ehrlich? Wer denn? Na, ich? Miss Finster soll auf dich aufpassen? Das kann doch nicht sein. Das ist aber so. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Wenn du das Wochenende nicht überlebst, kann ich dann deinen Baseballhandschuh haben? Ach, hört doch auf. So schlimm ist das nun auch wieder nicht. TJ hat recht. Du kannst von uns am meisten vertrauen. Du hast Schlimmeres durchgestanden. Weißt du noch, wie du zu Miss Grotke-Mama gesagt hast? Lass dir nur nicht die Laune verderben und mach das Beste draus. Du schaffst das schon. Vielleicht habt ihr sogar recht. Ich würde sagen, wenn ich das durchstehe, dann kann mich gar nichts mehr erschrecken. Danke, Freunde. Das ist ihr Ende. Willst du dein ganzes Leben nachsitzen, mein kleines Fräulein? Nein. Dann sorg dafür, dass ich dich nie mehr dabei erwische, wie du beim Gähnen nicht die Hand vor dem Mund hältst. In Ordnung, Spinelli, auf geht's. Mach's gut, Spinelli. Halte durch, Kleine. Die Arme. Los, steig ein. Spinelli, wie wär's mit ein bisschen Musik? Sehr gern. Drücken Sie die Tasten. Ja, hier ist Ihr Nostalgiesender. Wir spielen für Sie nur Broadway-Melodien und nichts anderes. Es geht doch nichts über Oldies. Ich stehe eigentlich mehr auf was Neues. Das wirst du noch lernen. Oh, das hier ist das Man from Over There. Was für eine Show. Cause we're the man from over there. Yes, we're the man from over there. Cause we're the man. Also, das hier ist meine Bude. Bitte sagen Sie doch einfach Apartment dazu. Was ist denn das? Das ist eine Katzenklappe für herrenlose Katzen. Du bist ja dieses Wochenende auch herrenlos. Sie erwarten doch nicht, dass ich da durchkrieche, oder? Natürlich nicht. Du würdest doch bloß das Schälchen Milch auf der anderen Seite umstoßen. Ah, ah, ah. Fühl dich wie zu Hause, aber fass ja nichts an. Ich werde schon mal das Abendessen machen. Toll, ich hab so einen Hunger, ich könnte ein ganzes Pferd verdrücken. Da hast du aber Glück. Es gibt Pferdeleber mit Bohnen und Rosenkohl. Warum nur ich?
Setz dich hin, lass uns ein bisschen in die Glotze gucken. Toll, heute Abend gibt's Ketchen. Unfug, wir sehen uns McManus an. McManus, der Tierarztdetektiv? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Psst, fängt gerade an. Woher wussten Sie, dass die Diamanten in der Kuh waren? Ich habe die richtigen Kühe zum richtigen Zeitpunkt gemolken. McManus, der wachsame Tierarzt. Heute sehen Sie, rastende Hasen saßen im Rasen. Das darf nicht wahr sein. Das nenne ich einen Freitagabend. Kein Nachtisch, kein Ketchen und überhaupt kein Spielzeug. Wir Mädels wollen schließlich hübscher sehen, oder? Ich glaube, schlimmer kann es nun wirklich nicht mehr kommen. Spinelli, sag mir deinen Schatz und tu mir einen Gefallen. Und der wäre? Legst du meine Zähne noch ins Glas? Das ist dein Bett. Hey, wer ist denn das hier mit Madonna? Madonna? Das sind deine Großmutter und ich, damals in Guam. Eggie und ich haben uns damals ohne Frage ganz toll amüsiert. Und jetzt schlaf gut, Spinelli. Gute Nacht, Miss Finster. Helft mir! 13, 14, 15, 16... Was ist denn? 17, 18... Du bist wach, gut! 19, 20... Wie spät ist es denn? 5. 5 Uhr früh? Ganz genau. Wo willst du denn hin? Heute ist Samstag, da gucke ich Zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme? Das ist doch Kinderkram. Wir haben jede Menge zu erledigen. Lass uns gehen. Duschen kann ich später. Es wäre besser, sie würde jetzt duschen. Da habe ich ihm gesagt, wenn das so ist, soll es mir recht sein. Und er bekam kein Trinkgeld. Das war sehr, sehr gut, Gerd. Sie ist eben kritisch und sparsam. Ist Aufrechtstehen eigentlich eine Extremsportart? Oh, warte. Hallo allerseits, das hier ist Spinelli. Spinelli! Was kann ich für Sie tun, meine Schöne? Das Übliche, Doc. Eine Hühneraugenbehandlung, sofort. Den ganzen Tag auf den Beinen zu stehen, bringt einen um. Da hat aber jemand heute früh nicht geduscht. Das war ein toller Tag, was, Spinelli? Hühneraugenbehandlung, ein paar Stunden Bridge mit den Mädels und dann Abstecher zum Co-Konzert. Ich würde sagen, es gibt nichts Schöneres. Da haben Sie recht, es war wunderschön. Ich mache uns was zu essen. Was gibt es denn? Du hast Glück, es gibt noch mal lieber. Würden Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen? Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette. Aber natürlich. Hör zu, du musst etwas unternehmen und mich hier rausholen. Die Finster treibt mich in den Wahnsinn. Was mag sie wohl lieber? Spargel in Sahnesoße oder rote Beete mit Schlagsahne? Hey, Spinelli! Ich sag dir, TJ, es ist entsetzlich. Sie macht nur lauter so ein alte Leute-Kram. Ich hab ja gewusst, dass es schlimm wird, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so spießig wird. Stimmt das, Muriel? Bist du wirklich spießig geworden? Na gut, TJ, wir sehen uns dann später. Hoffentlich. Kann ich helfen? Nein, geh und sieh fern. Was soll ich mir denn ansehen? Ich weiß nicht. Irgendwas, geh schon. Na gut. Und jetzt, liebe Kinder, gibt es Commander Blaines Zeichentrickkarussell. Macht's gut, Kinder. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Hey! Komm, das Abendessen ist fertig. Was ist denn hier? Wir feiern ein Luau. Ein Luau? Ja, deine Großmutter und ich haben das damals in Guam immer gemacht. Hör mal zu. Ich fasse die ganze Sache nicht. Das macht wirklich Spaß, pass mal auf. I'm a hula hula baby in a hula navy. Na komm schon, tanz mit. Ach, was soll's. So ist es richtig, ja, du kannst es sehr gut. Das muss alles aus der Hüfte kommen. I'm a hula hula baby in a hula navy. Braucht sie unsere Hilfe denn wirklich? Sie klang total verzweifelt. Wer weiß, was für entsetzliche Foltern sie bei der Finster durchmachen muss.
Leute, wir wollen niemals ein Wort darüber verlieren. Versprochen? Vielen Dank für alles, Miss Finster. Es war wirklich ein tolles Wochenende. Na, was soll ich denn sagen? Baseballtraining, ein Minigolfturnier, leckere Hotdogs im Park? Diesen Sonntag werde ich nie vergessen. Ja, ja, ich auch nicht. Spinelli, da wäre noch etwas. Ja? Es war ein tolles Wochenende, aber es macht keinerlei Unterschied für die Zukunft. Sobald du aus diesem Wagen ausgestiegen bist, gehst du wieder in die Schule und ich bin deine Lehrerin. Ich hätte auch nichts anderes erwartet, Miss Finster. Hey, du kommst zu spät. Aber Miss Finster, ich... Keine Ausreden, Fräulein. Und jetzt rein mit dir. Ja, Ma'am. Und du da, auf dem Gehweg wird nicht gerannt. Und du runter vom Rasen. Schlaf nicht aus.